Unterstützt durch ein LoRa-Bündnis für Frieden und Demokratie, an dem sich neben mehreren ortsansässigen Verbänden auch alle Stadtratsfraktionen beteiligten, riefen der Ortsverband der LoRa-Grünen am Kar-Samstag zu einer Mahnwache für den Frieden auf. Etwa 150 Bürger nahmen an der Kundgebung teil. Die LoRa-Romanautorin Christina Kuhn las Passagen aus ihrem im kommenden Jahr erscheinenden Roman Tristia, dessen Handlung sich teilweise in der Ukraine abspielt. Das Café Atlas. Der Spiegel über der Theke. Das Schwarze Haus war jetzt das Museum für die Geschichte der Stadt Lemberg. Ich suchte nach anderen Geschichten. Andreas Paff, der dem Ortsvorstand der Grünen angehört und die Veranstaltung mitorganisierte, spricht über die Entstehung des Bündnisses. Also wir hatten schon kurz nach Kriegsausbruch den Impuls, hier in Lohr auch was zu machen vom Ortsverband der Grünen, weil uns das alles so sehr betroffen hat. Aber wir haben uns dann erstmal entschlossen, auf andere größere Veranstaltungen zu gehen, zum Beispiel in Würzburg oder auch in Karlstadt gab es eine Runde, die an den Ukraine-Krieg gemahnt haben. Und jetzt hatten wir einfach gedacht, dass die Zeit wirklich reif ist, jetzt auch im Blick auf Ostern, auch ein bisschen in Anlehnung an Ostermarsch, selbst was durchzuführen. Und dann war erst im Gespräch, ob wir vielleicht den Ostermarsch hier wieder aufleben lassen. In der alten Form haben wir uns aber dagegen entschieden, fanden wir jetzt nicht ganz passend, sondern wir haben uns jetzt für eine Mahnwache entschieden, um einfach unsere Solidarität mit der Ukraine so auszudrücken. Das war eigentlich der Beweggrund. Und dann haben wir auch ganz schnell gesehen, dass wir möglichst viele andere Gruppen und Parteien mit ins Boot holen wollen. Also wir wollten das nicht alleine machen, sondern wir wollten das so breit wie möglich auf die Beine stellen. Das war uns wichtig. 2 Milliarden Euro billigte die Ampelkoalition jüngst für die Ukraine. Ein Widerspruch zur LoRa-Kundgebung? Also ich kann jetzt mal sagen, wie ich dazu stehe. Ich finde das völlig richtig. Es gibt aber auch andere Stimmen. Ja, also wir sind da nicht unbedingt jetzt nur einer Meinung. Es gibt da durchaus Diskussionen, aber ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit, eine Mehrheit steht dahinter, dass die Ukraine mit auch Waffen beliefert wird. Allerdings, ich spreche hier nicht für alle. Das nochmal ganz klar zu sagen, das ist meine persönliche Meinung. Und es gibt auch andere, die finden das gar nicht richtig. Aber wie gesagt, diese Diskussion ist nicht abgeschlossen. Waffenlieferungen oder Radikalpazifismus, und natürlich ist es auch ein ziemliches Spannungsfeld. Ich sage, wie gesagt, das ist meine eigene Meinung. Ich teile die mit einigen Leuten, aber nicht mit allen. Wenn wir nichts tun, wird es in der Ukraine auch keinen Frieden geben. Und die Menschen da werden weiter leiden. Das heißt, wenn wir keine Waffen liefern, wird das Leiden dadurch nicht beendet. Das ist meine absolute Position. Das Zweite, was auch wiederum meine Position ist, ist, dass Putin mit Sicherheit nach einem Sieg in der Ukraine nicht aufhören wird, sondern es wird weitergehen. Es geht nicht nur um den Frieden, sondern auch um den Erhalt der Demokratie. Und das hat nochmal eine viel größere Dimension als jetzt alleine die Auseinandersetzungen, die jetzt da, so schlimm sie sind, stattfinden. Es ist tatsächlich so, ich sehe es so, dass die Ukraine auch für unsere Freiheit kämpft. Und das sehen viele so. Wie gesagt, die Diskussion ist aber nicht einheitlich. Das wiederhole ich noch mehrfach. Es gibt auch andere Stimmen.